Guten Morgen, man ist auferstanden. Und guck mal, Marvin hat gerade hier Kaffee gemacht. Und mir einen Kaffee mit fertig gemacht. Zum Kaffeesaufen. Ja, kann ich mich jedes Mal wiederholen. Kaffee da draußen zu trinken, ist immer wieder geil. Und Ich glaube, den TikTok. gleich Zähne waschen und Sachen zusammenpacken und hier nach Richtung Bisping laufen. Heute ist Zielort Bisping. Guck mal, ich zeige euch die Stelle, wo wir gepennt haben. Und zwar hier. Hier ist eine offene Feuerstelle. Die haben wir aber gestern nicht benutzt, weil das Wetter ist scheiße nass gewesen und eigentlich wollten wir nur ein bisschen essen, noch ein Bierchen trinken und dann direkt pennen. Guck mal, da drüben, das hier, das ist diese Schutzhütte, wo wir gepennt haben. Ja, hier zum Beispiel, hier liegt irgendwie Müll von anderen Leuten rum. Das ist scheiße, aber ist halt so. Genau, und hier. Ja, das ist diese Schutzhütte, wo wir gepennt haben. Genau, hier unten auf diesem dreckigen Boden, da hat der Nico gepennt. Ich habe hier gepennt, das muss ich noch gleich aufräumen. Und hier auf dieser Bank hat Marvin gepennt. Oh, scheiße. Es kommt die ganze Zeit keine Sonne raus. Und hier, es kommt überhaupt kaum Strom durch. Ja, zu meiner Powerbank. Und sowohl mein Handy-Akku als auch meine Kamera-Akku hat nicht mehr so viel Akku drauf. Scheiße. Die Sonne soll mal rauskommen. So, Sachen sind gepackt. Und jetzt erstmal ein guten Morgen Bier. Prost. Prost. Guten Mittagbier, eher gesagt, oder? Ja. Viertel nach 12. Aber das mit dem Akkuproblem, das sorgt mich total. Das ist voll scheiße. Voll dreckig und ekelhaft. So richtig, als ob irgendwelche Pilze aus den Zähnen rauswachsen und sowas. So ekelhaft ist das mit dem Akkuproblem. Weil es keine Sonne scheint die ganze Zeit. Wir sind gestartet und ich stinke wie so ein Wildschwein. So richtig. Heidschnuckenweg gefunden. Der Wegweiser zu Bering und Bisping und sowas. Da, wo wir heute hinlaufen. Guck mal, da ganz hinten, ich sehe da einen Mülleimer. Und bevor wir jetzt diesen Heidschnuckenweg weiterlaufen, werde ich hier diesen überfetteten Müllsack hier abreißen. Und den in den Mülleimer reinschmeißen, der da ganz hinten rumsteht. Ja, ich habe jetzt Müll weggeschmissen, diesen überfetteten Müllsack. Hier, ich habe Powerbank von Marvin ausgeliehen bekommen, damit ich jetzt einmal mein Handy hier etwas aufladen tue, weil da ist kaum Akku drin. Und ich denke, so ein bisschen werde ich auch meine Kamera aufladen, weil da ist auch kaum Akku drauf. Weil guck mal, diese ganzen Wolken und so weiter, die sind voll scheiße.
und ungesund für mein Solarpanel, weil da kommt irgendwie kaum Strom durch. Und bei mir ist da alles komplett leer. Ich glaube jetzt auf meiner jetzigen Powerbank, die jetzt hier dran angeschlossen ist, da ist vielleicht nur 1% durchgegangen. Das war's auch schon. Das ist voll scheiße. Deswegen kann ich meine ganzen Sachen mit dem, was ich mit habe, nicht aufladen. Aber ich habe eine voll cool Powerbank in die Amazon-Wunschliste reingepackt. Die liegt da drin rum. Die gibt's hier auch diese Wege hier. Ja, direkt darüber hier durchführen. Holzwege! Noch mehr Holzwege! Ganz viele Holzwege! Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir lieben diesen Typen. Oh Scheiße, wir wollten gerade losgehen und jetzt fängt das an, so richtig zu regnen und so weiter. Das stört uns und deswegen müssen wir ein bisschen länger Pause machen. Ich hätte jetzt auch keinen Bock, irgendwie in diesen strömenden Regen loszulaufen. Deswegen warten wir so ein bisschen ab, bis dieser Regen dann weggeht. Also hier, ja genau. Aber ist auch voll beschissen, ey. Die ganzen letzten 3 Tage, die ganze Zeit nur Regen und sowas. Also die meiste Zeit des Tages irgendwie. Viel zu viel Regen. Das ist ja richtig störend. Guck mal, Leute. Guck mal. Hier, die Sonne scheint so ein bisschen. Zum ersten Mal heute. Und genau in diesem Moment, wo ganz kurz die Sonne hier scheint, laufen wir hier im Schatten rum, weil hier diese ganzen Bäume im Weg stehen. Das ist voll scheiße. Ich brauche diese Sonnenenergie, damit mein Solarpanel meine Powerbank auflädt. Das ist wichtig. Leute, wo vorhin ganz kurz die Sonne schien, da waren wir die ganze Zeit im Schatten wegen diesen scheiß dreckigen Bäumen. Und genau in diesem Augenblick, wo wir von dieser Stelle, also wo die Bäume weg waren, rausgekommen sind, ist die Sonne wieder weggegangen. Also die ganzen Wolken waren wieder vor der Sonne. Und das war die einzige ganz kurze Zeitpunkt, wo die Sonne rauskam. Ansonsten den ganzen Tag, aber wirklich den ganzen Tag, nur Wolken und Nieselregen, so dass dann kein Strom kommt. Aber weil Marvin so gut vorgesorgt hat wegen Thema Powerbanks und Strom und so weiter, hat er mir kurz eine Powerbank ausgeliehen, damit ich sowohl mein Handy als auch diese Kamera hier aufladen kann. Weil sonst hätte ich ein ganz großes Akkuproblem und ich könnte wahrscheinlich bis auf Weiteres für euch nicht mehr filmen. Genauso wie die Aufzeichnung über mein Handy tracken. Und das wäre echt problematisch. Ich verpflichte euch alle, Marvcon TV zu abonnieren. Das muss so sein. Da müssen hier diese Abonnentenanzahl höher gekommen werden. Das ist wichtig. Guck mal, noch 3,8 Kilometer und dann sind wir in B-Regen angekommen. Also da, wo das ganze Wasser auf den Kopf fällt. Marvin hat etwas gefunden. Ja, wie das hier dann mit dem Wind regnet. Ja. Hier. Ja. Vorsicht, ne? Ja. Ja, cool, ist halt so. Kann man gegenpinkeln. Aber das sind hier Heidpferden. Ich habe mein letztes Bier ausgetrunken. Das heißt, ich habe jetzt kein Bier mehr hier. Und heute ist Sonntag. Du kannst auch aus dem Arsch von der Kuh saufen, wenn du Bock hast. Nee, heute nicht. Heute nicht. Und oh Scheiße, es fängt schon wieder an zu regnen. Dieser Regen soll mal weggehen. Der nervt uns. Guck mal, wir sind hier in B-Regen angekommen.
prüfen, ob wir gleich Fahrverkehrs-Urbex treffen tun. Da bin ich ganz gespannt drauf. Ich habe mit ihm geschrieben gehabt, also er wohnt hier in Behringen. Und ich habe mit ihm geschrieben gehabt, der ist momentan unterwegs, aber prüfen, ob wir ihn trotzdem gleich treffen. Das wäre voll cool. Ich habe eben gerade Fabkes Urbex angeschrieben gehabt und der ist leider momentan in Soltau. Der hat da was zu erledigen. Aber ich habe ihm eben gerade geschrieben gehabt, dass wir gleich zu Heidegrill hingelaufen. Und in der Nähe von Bisping, hier bei diesem Abenteuerspielplatz in Bisping, dass wir dort heute Nacht rumpennen. Und vielleicht treffen wir ihn heute noch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. So, hier 5 Kilometer noch und dann sind wir in Bisping angekommen. Und hier, das ist meine alte Heimat. Ich kenne mich hier sehr gut aus. Und anstatt jetzt den Weg zu folgen, wollte ich unbedingt diesen Straßenweg hier bis Bisping durchlaufen. Da kommen wir an meinen alten Arbeitsplatz vorbei. Weil das Ralf Schumacher Kartbahn. Guck mal, da vorne ist ein Haus, der kopfüber steht. Und hier, da drüben, das ist die Kartbahn. Bei dieser Kartbahn, da habe ich früher als Streckenposten für ein paar Jahre gearbeitet. Ich habe meinen Job gut gemacht, glaube ich. Hier ist das Haus in dieser Perspektive aus. Wir haben Bisping erreicht. Und jetzt noch ein paar hundert Meter und dann sind wir bei Heidegrill angekommen. Und dort werden wir Döner fressen. Wir sind hier in Heidegrill angekommen. Und jetzt werden wir dort Döner essen gehen. Ich war hier schon lange nicht mehr essen. Ich freue mich drauf, wieder hier zu essen zu gehen. So, Döner ist fertig. Jetzt Abendbrot, Essen, Start kommt. So, wir haben gerade Döner aufgegessen und das hat wie immer gemundet. Und das hat voll cool geschmeckt. Und weil mich Heidegrill Bisping seit klein auf begleiten tut, verpflichte ich euch alle, hierher zu kommen und Döner zu essen. Das ist mir ganz wichtig, wenn ihr mal hier in dieser Umgebung seid. Das muss gemacht werden. So, ich habe gerade meine Powerbank an der Steckdose dran und währenddessen ich jetzt gerade etwas Astra trinke, warten wir auf jeden Fall so ein bisschen ab, bis ein paar mehr Prozente gekommen sind von der Powerbank. Meine Powerbank, die hat zu 22% geladen, weil ich habe keinen Schnellaufladeadapter und das hat so richtig lange gedauert zu laden und langsam bald Dunkle kommt und sowas. Die Sonne geht runter. Aber hier, guck mal, wir sind jetzt gerade hier vor dieser Tankstelle und ich werde mir hier auf jeden Fall erstmal einen 6er-Träger Bier holen für heute Abend und hinwegs Bier bis zur nächsten Schutzhütte, wenn wir dort angekommen sind. Weil ich habe voll Bock drauf, Bier zu trinken. Deswegen, und wie schon gesagt, heute ist ja Sonntag, deswegen nur Tankstellenbier. So, wir laufen jetzt durch Bisping durch. Und wir laufen gleich an der Schule durch, wo ich früher mal zur Schule gegangen bin. Das werde ich euch zeigen. So, wir sind jetzt gerade hier angekommen. In der Schule, wo ich früher drin war und gelernt habe. In dieser Schule habe ich früher gelernt. Und ich zeige euch erstmal, bevor ich euch die Schule noch weiter von außen zeige ich euch erstmal unser Raucherplatz. Weil ihr wisst ja, mit 15 habe ich ja angefangen zu rauchen. Also gut, ich bin ja jetzt seit 2,5 Jahren nicht mehr Raucher. Aber ich zeige euch erstmal die Stelle, wo wir geraucht haben. Wartet mal, ich bin gleich angekommen.
Ich bin von dort losgelaufen, Küsterhaus heißt das. Aber wir sind fast angekommen. Und zwar, guck mal. Hier, das hier, das ist eine Kirche. Und hier, das ist hinter der Kirche. Und hier sind so eine Steinbalken. Seht ihr das? Diese Steinbalken. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, dass wir genau uns hier hinter versteckt haben, wenn Pause war. Und wir genau hier geraucht haben. Also Zigaretten. So, jetzt werde ich euch den Schulhof ein bisschen zeigen. Das ist dieser Schulhof, wo ich früher zur Schule gegangen bin. Ja, auf diesem Schulhof, da haben wir ganz viel gechillt und sowas. Es war voll cool Zeit gewesen. Und wir haben da zu Sommerferien und so weiter, das war unser Sauftreffpunkt gewesen hier. Dieser Schulhof hier. Aber schade, dass jetzt gerade so viel Dunkle gekommen ist. Dass ich euch nicht mehr so gut zeigen kann. Genau. Hier ist jetzt so etwas hier. Aber wo ich noch hier war, da war hier so ein riesiger Klettergerüst. Das wurde hier irgendwie auch ein bisschen umgebaut. Ich zeige euch gleich Sportplatz. So, hier hinter mir ist Sportplatz. Aber scheiße, dass es so viel Dunkelheit vorhanden ist. Dass ich euch das nicht so richtig zeigen kann. Das finde ich voll schade gerade. Und hier vorne, hier liegt Sand rum. Ich muss mal erstmal diese scheiß Lampe hier anmachen. Genau, hier vorne liegt Sand rum und da hat man Volleyball und sowas gespielt. Leute, ich kann mich ganz genau erinnern, dass ich hier hinterm Busch irgendwie geraucht hatte und dort erwischt wurde. Da gab es ein bisschen Ärger. Da kann ich mich so richtig dran erinnern. Da kommen meine Gehirnzellen wieder zurück. Und das hier, das ist diese Bushaltestelle. Die war früher auch ein bisschen anders. Ich glaube, ich bin mir zwar nicht mehr ganz so sicher, aber früher, wo ich hier war, da gab es, glaube ich, noch kein Dach. Aber ich bin mir etwas unsicher. Aber genau, das hier, das ist diese Bushaltestelle. Und hier fahren diese ganzen Busse hier lang vorbei. Und haben uns dann hergebracht oder abgeholt. Leute, das hier, das ist WF-Leuchten. Und hier sieht man vielleicht so ein paar Umrisse, dass hier mein Haus gestanden hat. Und in diesem Haus, da habe ich die ersten 8 Jahre meines Lebens hier gelebt. Das war untere Stock gewesen. Und mit 8 haben sich meine Eltern getrennt. Da habe ich dann die ganze Zeit bei meiner Mutter gelebt. Aber irgendwann mit 14,5 bin ich zu meinem Vater zurückgezogen. So war das gewesen. Hier, guck mal. Nee, nicht da lang, sondern hier, da lang. Wir müssen hier jetzt in Dunkle rein. Und durch Dunkle geht das zu dieser Schutzhütte durch. Guck mal, wir sind hier bei dieser Brücke angekommen. Also hier sieht man diese Dinger, die nach da oben hochgehen. Das ist diese Brücke und hier auch diese Säulen und sowas. Genau, die Brücke halten. Und da drüben, da sind Glasschienen. Abenteuerspielplatz gefunden. Wir sind durch den Abenteuerspielplatz durchgelaufen. Und wir haben hier diese Schutzhütten gefunden. Und der liegt hier schon rum. Moin moin. Aber ich gehe noch nicht pennen. Ja. Ich habe mit dem Wolf eingelaufen heute. Deswegen brauche ich gleich Teig, Hirschteig von dir. Und kriegst du. Voll Fettblasen am Fuß, aber so muss das. Hast du toll gemacht. Ja.
läuft. Ist aber gemütlich hier. Sehr ja, gemütlich. Wunderbar. Der Typ hinter mir, der hat sich einen Wolf eingelaufen. Ja. Also der Wolf, der frisst ihn die ganze Zeit. Und ich gebe ihm hier meine Wolfsverteidigung. Damit dieser Wolf ihn nicht zu doll auffrisst. Richtig, morgen haben wir ja lange Tour noch nach Soltau. Gut, dass du es dabei hast. Ja, klar. Und meine Blasen am Fuß, genau. Ja. Ja, damit schmier ich das auch ein, vielleicht nützt das ja was. Und dann gucken wir mal einfach. Genau, das mache ich. Dann sage ich euch morgen Bescheid, ob das was genützt hat. Genau. Sieht cool aus, wie Nico am Leiden ist. aber finde ich super, dass du durchziehst. So muss das. Ja. Zieh nicht alle durch. Andere hätten schon längst abgebrochen. Ja, klar. Vor allen Dingen nach der Polizeiaktion, da hätte man schon abbrechen können, theoretisch. Nach der Kofferaktion, dass der Koffer kaputt geht, hätten auch schon einige abgebrochen. Dann deine Blasen, dann. Hätten auch einige abgebrochen. Ja. Und das ist meine erste richtig große Tour. Eine große Tour habe ich schon gemacht mit Naturin von Bremen nach Wilhelmshaven. Aber das ist jetzt eine noch heftigere Tour. Und deswegen, ich ziehe das durch bis nach Celle. Und dann können wir uns richtig freuen. Genau, das mache ich. Auf jeden Fall. Sehr gute mentale Einstellung. Gefällt mir. So war ich schon immer drauf. Ja. Wenn ich was durchziehen möchte, dann ziehe ich das durch. Das werden wir durchziehen. Richtig. Und morgen, wenn wir in Soltau angekommen sind, dann haben wir die Hälfte ungefähr rum von Halsschnuckenweg. Genau. Da freue ich mich auch schon drauf. Da sollte die Mitte sein. So, der Nico, der liegt hier rum und sie hat seine widerlichen Füße hier eingeschmiert. Und unten auch. Ja. Die Blase unten an der Hacke. Ja, die sehe ich jetzt gerade. Aber, na genau, der hat die Füße eingeschmiert. Ach, die sehen auch wie voll widerlich aus jetzt gerade. Von der Wanderung, ne? Tja, das ist normal, das muss so sein. Aber ich glaube, deine Füße liegen gerade nicht an der Blase. Also ohne Blasen, aber. Ja, genau, meine. Ich habe momentan keine Blasen jetzt gerade. Ja, deine Füße sind auch trainierter, glaube ich, oder? Ja, und ich denke, dass meine Schuhe dafür ganz gut geeignet sind. Richtig, ich habe ja. Ich habe meine Schuhe, sie sind schön, schön dünn. Die werden sehr schnell trocken. Ich habe auch gute Socken dran. Und. Da sind meine Schuhe, die waren auch ganz nass da unten. Hier. Die waren ganz halt auch nass und damit bin ich jetzt die gewandert. Die sind viel zu fett dafür. Ja. Die haben viel zu viel. Diese Dingssohle. Die Sohle ist zu fett. Die sehen auch so zu fett aus. Für die Bremen-Tour waren sie gut, aber für jetzt diese Tour gar nicht. Nee, muss ja auf jeden Fall auch Schuhe holen, ja. Die viel, viel dünner sind. Auf jeden Fall. Viel weniger Stoff haben. Und damit die Füße viel mehr Luft bekommen und nicht so schnell nass werden. Richtig. Und wenn sie nass werden, dass sie schnell trocken werden. Auf jeden Fall. Genauso wie meine. Wenn ich einmal in so eine Pfütze reintrete, okay, dann sind meine Füße zwar nass, aber keine Ahnung, Viertelstunde später sind die schon wieder trocken gelaufen. Und das ist auch besser so, wenn die schnell wieder trocken sind. Ja, auf jeden Fall. Sonst friert man. Ich habe ja auch gefroren. Wegen der Nässe und so. Ja, ja. Auf jeden Fall ganz wichtig, also richtig gute Laufschuhe besorgen dafür. Von Tour zu Tour lernen. Ja, ja. So, das sowieso. Und hier, guck mal, Marvin, also MarvCon.tv, der hat sich hier ganz gechillt seine Hängematte aufgebaut. Und hier wird er heute, also jetzt gerade hier rumchillen, aber hier wird er heute rumpinnen. MarvCon.tv frisst was. Er hat sich was zu fressen hier drüber gemacht. Reis mit so einer Soße dran. Süß-sauer extra Gemüse. Süß-sauer. Benz Original. Ja. Marvin hat vorhin beim Dönerladen nichts bestellt. Deswegen hat er Hunger und frisst das jetzt hier. Und aber weil ich und Nico beim Dönerladen gegessen haben,
haben wir ungenügend Hunger, um jetzt was zum Fressen zu machen. Ich weiß nicht, liegt das daran, dass so eine Durchschnittsperson, die hier genauso wie ich in Gehrenmann hier aufgewachsen ist, eine Empfindlichkeit gegen gutes Wetter hat? Weil ich finde das top mit 30 Grad. Ich finde, das könnte auch gerne noch wärmer werden. Boah, ich sehe jetzt gerade an der Stirn, dass wegen der Cappy irgendeine Hautfärbung gekommen ist.